Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Anja ist die erste heute Nacht und die ist 21 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anja. Dein Thema. Ja, es geht darum, dass mir eine sehr gute Freundin die Freundschaft gekündigt hat. Warum hat sie das getan? Aus dem guten Grund, dass ich ehrlich zu ihr war. Weil du was? Ich war ehrlich zu ihr. Du warst zu ihr ehrlich? Ja. Und deshalb hat sie die Freundschaft gekündigt? Ganz genau. Was bedeutete denn diese Ehrlichkeit? Was beinhaltete sie? Die beinhaltete die Tatsache, dass ihr Mann mich angemacht hat. Mhm. Soll ich mal ein bisschen erzählen? Bitte, ja. Also es fing wahrscheinlich damit an, dass mich der Vater meines Kindes, mit dem bin ich übrigens auch getrennt, weil der hat mich in der 9. Schwangerschaftswoche, Monat, betrogen und ich habe sofort Schluss gemacht. So, und der hat mich mal irgendwann gefragt, wie ich denn seine Kumpels finde. Das war eine total bescheuerte Frage und ich wusste gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Und da meinte ich, vom Optischen finde ich ja den Mann meiner Freundin ganz okay. Ne? Ja, ja. Ja, und dann hat er dem das irgendwie weitererzählt, keine Ahnung, der muss aber auch maßlos übertrieben haben, weil der mich dann ein paar Tage später angebaggert hat. Ja. Obwohl ihr euch schon lange gekannt hattet vorher? Also meine Freundin kenne ich erst seit letzten Spätsommer. Ach so. Und den Mann kenne ich erst seit Herbst oder so, keine Ahnung, ja. Der ist dann irgendwann auch aus dem Ausland zurückgekommen. So, hat der dich angebaggert. Was heißt angebaggert? Angebaggert so richtig pervers von wegen, ja, ich möchte mit dir Sex machen. Wie? So krass? Sofort? Ja. Ohne irgendwas? Nein, es war wirklich von heute auf morgen. Also meine Freundin war da gerade auch bei ihrer Familie zu Hause. Wie hat er das gemacht? Hat er dich besucht oder hat er dich angerufen? Ja, also mein Ex, ne, das ist ja der Vater meines Kindes. Wir haben übrigens beide kleine Söhne im selben Alter, sie und ich, ne? Ja. Und der Vater meines Kindes kam sein Kind besuchen mit ihm. Ach so. Und davor war das allerdings noch so, dass sie mich am Telefon noch verarscht haben, weil er hatte mich, also der Vater meiner Freundin, der Mann meiner Freundin hatte mich angerufen. Ja. Und wollte mich alleine besuchen. Und ich dachte, was soll das denn jetzt? Mhm. Irgendwie will der mich verarschen oder so? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du alleine zu mir kommst. Wenn, dann kommst du mit deiner Frau oder halt mit meinem Ex. Ja. So, und dann hat sich das auch als Verarschung rausgestellt. Gut, aber irgendwann war es keine Verarschung mehr. Und irgendwann hat das klar zu dir gesagt, hier willst du mit mir schlafen? Auf den großen Schwanz. Wie bitte? Ja, wortwörtlich. Und was? Der lange? Halt. Ich hab's, es ist untergegangen. Er hat gesagt, ich habe auch einen großen Schwanz. Ja, genau. Und da hast du drauf reagiert? Ich habe... Hui, einen großen, oder wie? Nein, ich saß hier auf der Couch und ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte. Dass man da baff ist. Ich habe sogar noch gegrinst, weil ich dachte, der verarscht mich oder so, keine Ahnung. Aber der meinte es todernst. Der meinte es total ernst, der war auch total, keine Ahnung. Und du bist bis zum Schluss dann bei deinem Nein geblieben? Ja, ich meinte, das kannst du doch nicht machen. Was denkt denn deine Frau? Und siehst du sie? Und er meinte, ja, aber sie weiß ja nichts davon. So, und sie war ja gerade im Urlaub bei ihrer Familie und er wollte das ja noch schnellstmöglich erledigen, bevor sie zurückkommt. Also, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen. Es ist definitiv nichts passiert zwischen dir und diesem Mann. Überhaupt so, nicht. Und jetzt hast du deiner Freundin das erzählt. Ja, es ist allerdings ein Monat vergangen und in dem Monat war ich mir halt auch nicht sicher, weil wer weiß, vielleicht war das auch wieder eine Verarschung oder keine Ahnung. Ich wollte es dir auch nicht erzählen, weil sie mir leid tat. Ne? Na gut, aber du hast es erzählt und wie ist jetzt ihre Reaktion darauf? Ich habe es erzählt und in dem Monat habe ich allerdings schlechte Anmerkungen ihm gegenüber, ne? Klar, weil ich ja auch sauer auf ihn war und sie dachte dann halt auch, dass ich was gegen ihn habe. Ja. Wie ist ihre Reaktion konkret, ganz genau? Ganz genau war es so, es war kurz vor Weihnachten und ich habe ihr das erzählt und sie war eigentlich total gefasst. Das ist natürlich ein Schock gewesen. Mhm. Und sie hat mir geglaubt, sie meinte, sie war total sauer auf ihn und hat mir erst geglaubt. So. Mhm. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und aber sie meinte auch gleich, dass sie wahrscheinlich so naiv ist und bei ihm bleiben wird. Und ich als Freundin habe ihr gleich ganz krass meine Meinung gesagt, dass es ein Arschloch ist und so. Das hätte ich vielleicht auch nicht tun sollen. So,
weil, ja. Aber das Ende vom Lied ist, dass sie mit dem Typ weiter zusammen ist, aber dass eure Freundschaft kaputt ist. Ganz genau, weil ein paar Wochen später habe ich sie dann endlich erreicht, weil sie wollte nicht mit mir reden. Ja. Keine Ahnung, und dann hieß es irgendwie, dass sie nicht mehr weiß, wem sie glauben soll. So, dann hat er mich auch achtkantig rausgeschmissen. Dann habe ich wieder, also irgendwie 2 Wochen vergingen, dann habe ich sie endlich wieder erreicht. So, und dann wollte sie gar nichts mit mir zu tun haben. Ja. Und also, so ist der Stand der Dinge bis heute. Genau. Ja. Traurig eigentlich, ne? Dass sie total. Dann. Total. So, und sie, sie wendet ihre ganze Wut an mich. Also sie, ja. Was hat dich denn, Anja, bewogen, ihr das zu erzählen? Du hättest ja auch denken können, da komm, Schwamm drüber, ist vielleicht irgendein dummer Spruch gewesen von ihm. Oder auch kein dummer Spruch, aber er hat es nun mal einmal gesagt, aber das war es dann auch. Warum hast du es erzählt? Ich habe es erzählt, weil er mich da auch noch danach nochmal angemacht hat. Also nur mit dem Handgriff, so an die Brust, keine Ahnung. Ach so, war das ganz, ach so. Und weil ich habe dann auch noch meinen Ex gefragt, ob es nun letzten Endes eine Verarschung von den beiden war oder nicht. Mhm. Also ich habe mich erst gar nicht getraut, ihn zu fragen, weil ich wollte es selber nicht hören. Also du bist ganz sicher, dass es keine Verarschung war? Ich bin mir ganz sicher. Und dir ist es dann auf die Nerven gegangen? Und hast es dann für einen Freundschaftsdienst gehalten, genau. Deiner Freundin zu sagen, hier, pass auf, das macht er mit mir. Wer weiß, mit wem er das sonst auch noch macht, ne? Wenn der bei mir schon so drauf ist. Ja, vor allem hat mir meine Freundin so leid. Ja. Ich habe hauptsächlich an meine Freundin gedacht. Ich habe gedacht, das kann ich doch nicht für mich behalten. Auf was können wir jetzt hoffen? Jetzt können wir hoffen, dass die Freundin sich eines Besseren besinnt und zumindest mit jemandem klares Wort redet. Ich glaube, da kann ich nicht mehr drauf hoffen. Denn das war jetzt nur so eine Zickerei, ne? Ja. Dass sie gar nicht richtig mehr auf dich zugeht. Nee, aber sie blockt da total ab. Sie meinte auch, als sie das erzählt hat, sie hat sich so ein Leben nicht vorgestellt. Sie möchte keine alleinerziehende Mutter sein, so ungefähr wie ich. Dann nimmt sie das lieber in Kauf, was er da gemacht hat, oder ja, was er sonst so. Ja, ist auch so. Sie sagt mir jetzt, dass sie mir nicht glaubt, aber ich glaube, sie glaubt mir vielleicht sogar mehr als ihm, aber sie will es nicht wahrhaben. Und sie verdrängt es. Das verstehe ich auch, aber ja. Man kann es nicht übertreiben. Würdest du es nochmal machen? Wenn du in eine ähnliche. Ich würde es immer wieder erzählen, weil ich könnte damit auf Dauer nicht leben. Mhm. Und er hätte mich wahrscheinlich auch immer wieder angebaggert, keine Ahnung. Also ich will dir sagen, dass ich in deiner Situation. Hätte ich das, glaube ich, auch gesagt. Nein, nicht glaube ich, sondern ich hätte es in deiner Situation auch gesagt. Ja. Das ist man auch der Freundschaft entschuldig und auch aus Gefühl der Freundin gegenüber muss man das dann so sagen. Ja. Und genau, und ich zum Beispiel, ich habe es auch durchgemacht, ich wurde auch betrogen, ne? Und ich würde es zum Beispiel meiner Freundin niemals antun, weil sie sagt, ich wollte die beiden auseinanderbringen, weil, weil ich keinen Vater für mein Kind habe und es ihr nicht gönne. Und ich sie für mich haben wollte. Und das ist totaler Schwachsinn, aber ich kann es ihr nicht beweisen. Ich kann keine Beweise. Also, das ist jetzt blöd gelaufen, das Ganze. Ich finde trotzdem gut, dass du es gemacht hast. Und hoffen wir mal, dass sich da irgendetwas noch in der Einstellung deiner Freundin verändert, dass sie doch nochmal den Weg und den Zugang zu dir findet. Hoffen wir es gemeinsam. Ich hoffe es, weil ich vermisse sie total. Alles Gute, Anja. Ja, danke schön. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Meine Lieben, 0800 5678 111. Und mailen. Bitte unter 1live.domian@wdr.de und wenn ihr mailt, die Telefonnummer nicht vergessen draufzuschreiben. Sonst können wir euch nämlich nicht schnell zurückrufen. Petra, 52 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Petra, was ist dein Thema? Tja, es geht ein heikles Thema für mich, weil ich da immer noch drunter leide. Es geht darum, wenn Frauen sich verkaufen. Ich habe mich verkauft. Ja, in welchem Alter? Jahre. Wie alt warst du damals? Ich war damals 35. Ja, 35 bis, wie alt warst du dann? Also 42. Also 7 Jahre. Ja, mit Unterbrechung aus gesundheitlichen Gründen. Weil du hattest vor längerer Zeit mal eine junge Dame auch über dieses Thema und sie ist gerade eingestiegen und sie macht das privat und es macht ihr Spaß. Ja. Ich wäre bald ausgerastet. Ich kam leider nicht durch, sonst hätte ich dieser jungen Dame mal etwas gesagt. Jetzt schwärmt sie noch davon, aber glaub mir, ich bin durch diese Erlebnisse all die Jahre in ein ganz, ganz tiefes Loch, wo ich immer noch drin bin. Jetzt sag vielleicht, mir noch dass mein Kopf draußen ist. Ja. Du sagst, du hast dich verkauft. Das heißt, du bist auf den Strich gegangen und hast als Prostituierte gearbeitet. Ich habe im Nachtleben in einem Club gearbeitet. In einem Club, aber als Hure gearbeitet. Ja. Ja, so kann man das sagen. Ja. Wie bist du damals im Alter von 35, das ist ja relativ spät, glaube ich, ne? Als Einstiegsalter. Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt in den Job gegangen bist? Also ich muss dazu sagen, ich war damals noch verheiratet, mein Mann wurde sehr krank, lungenmäßig, da hieß es damals, alle Möbeln, Kunstmöbel müssen entfernt werden, nur Naturmöbel,
Also sprich hohe Verschuldung, alles wurde raus, alles neu, waren ca. 48.000. Die Bank hat mitgemacht, okay, war zahlbar, mein Mann hat auch gut verdient. Aber dann merkten wir, dass es klappt doch nicht. Dann bin ich in einem Bistro abends immer arbeiten gegangen, für 8 D-Mark die Stunde. Und durch Zufall bei einer Grillparty lernte ich eine Dame kennen. Da wurde ich vorher gewarnt, die arbeitet in einem Puff, nämlich von denen ab. Und komischerweise mit dieser Frau habe ich mich super verstanden. Und auf einmal frug sie, wir kamen ins Gespräch, was machst du so? Ich sage, ich arbeite da und da in einem Bistro. Boah, sagte du, so wie du aussiehst, du kannst das tausendfache verdienen. Ne? Ja, das, und dann sagte sie, wir hatten uns wirklich gut verstanden, sagte sie, komm ich doch einfach mal besuchen. Und ich bin ein neugieriges Mädchen und bin ich halt mal mit, schaute mir das an und hatte mich auch mit Gästen unterhalten, es gefiel mir, es war für mich wie ein Ausgehen. Wie lange hat es dann gedauert, nach diesem ersten Beschnuppern, sage ich mal, der Szene, bis du dann gesagt hast, ja, ich mache es? Schon am nächsten Abend. Schon am nächsten Abend. War das schlimm, der erste? Weil an dem Abend, wo ich wirklich nur privat dort war, nur so aus Neugierde, sagte sie zu mir, sie war die Bardame, sie sagte, komm mal, du bekommst Geld. Ich sage, wie ich bekomme, ich habe doch nur mal hier und da ein Glas Sekt mitgebracht. Hier, sagt sie, diese Unterhaltung, das Glas Sekt, da bekommst du Geld für. Und ich hatte 350 D-Mark verdient. Wie war es für dich, als du deinen ersten Kunden hattest? Das hat eine Zeit gedauert. Also wirklich ein paar Wochen war ich praktisch, also es war einfach nur Unterhaltung, so als ob ich ausgehe. Ich hatte praktisch nur getrunken, immer einen Sekt mitgetrunken. Achso, du hast mit dem ersten Kunden gar keinen Sex gehabt? Nein, um Gottes Willen. Nein. Was heißt um Gottes Willen? Aber hinterher hattest du reichlich Sex mit deinen, mit den Kunden? Ausgesucht, dann muss ich dabei sein. Ja, also ich habe mir die Männer gut, beim ersten Mal sowieso nicht. Ich war so ein Typ, obwohl mein Chef immer sagt, die waren, Petra, du kannst das Dreifache verdienen oder Zehnfache, wenn du öfters aufs Zimmer gehst. Und ich muss erst jemanden näher kennenlernen, ich auch eine Beziehung. Gut, du hast dann dennoch ausgewählt, aber es ist halt in den 7 Jahren wahrscheinlich unzählige Male auch vorgekommen, dass du für Geld dann mit Männern geschlafen hast. Was würdest du heute im Abstand, im zeitlichen Abstand sagen, was das Schlimmste für dich war in dieser Zeit? Was war die schlimmste Erfahrung? Eine Vergewaltigung mit 3 Männern in diesem Club. Ich wollte nicht und alle waren in sehr guter Stimmung, sprich voll mit Drogen, mit allem drum und dran. Und man hat mich einfach mitgezerrt und ich konnte keine Anzeige erstatten. Ich hatte die Waffe an der Stirn und ich konnte auch keine Anzeige erstatten. Sie wussten, wo ich wohnte. Sie sagten, wir bringen deine ganze Familie um, wenn du eine Anzeige erstattest. Das war meine 2. Vergewaltigung in meinem Leben. Ja. War dieser Vorfall dann der Anlass auszusteigen oder hast du danach noch weitergemacht? Für ein Jahr bin ich ganz raus. Ja. Aber dann wieder eingestiegen? Ja, weil dann habe ich die Scheidung eingereicht und ich muss dabei sagen, in all den Jahren war mein Mann ein besserer Zuhälter. Also je mehr ich verdient hatte, und ich hatte sehr gut verdient, gut 5.000, 6.000 im Monat war normal für mich, obwohl ich nicht gehe, ich habe nur 3-mal in der Woche gearbeitet, nicht jeden Abend. Und je mehr ich verdient hatte, ich wollte damals nur die Schulden abbezahlen, ich habe ihm das mal vorgerechnet, Domian, für ein Jahr, was ich hätte heute 2 Häuser stehen, glaub es mir. Also du hast weit und über das hinaus gearbeitet. Ja, du hast weit über das hinausgearbeitet, was die Schulden betraf. Ja. Was würdest du denn sagen, auch jetzt im Nachhinein, aus einer zeitlichen Entfernung, was sind die schlimmsten Nachwirkungen für dich von dieser Zeit? Ich habe zum Beispiel, ich lebe wie eine Einsiedlerin, das ist mein Hauptproblem. Ich würde gerne einen Mann, also wieder jemanden um mich haben. Ich lebe mit 2 Tieren, ich habe 2 Hauskatzen und ich habe Berührungsängste. Ich war auch schon bei Psychologen und aber ich weiß, dass das, also ein Mann, der müsste sehr viel Verständnis für mich haben und das, glaube ich, gibt es nicht. Also kann man sagen, dass so das emotionale Leben, das Seelenleben sehr kaputt gegangen ist dadurch? Ja. Selbstmordversuche, 2 Stück. Wie kam es dann, dass du im Alter von 42 Jahren dann aus dem Milieu ausgestiegen bist? Lag es am Alter oder hast du dich dann bewusst dafür entschieden, weil du keine Lust mehr hattest? Es ging nicht mehr. Ich konnte das ganze Milieu nicht mehr ertragen. Ich merkte, wie ich war wie in einem Sumpf. Es ging immer tiefer und immer tiefer. Dann hatte ich die Wahl, entweder Sozialamt davon leben oder langsam zugrunde gehen.
sprich alkoholabhängig war ich ja zu der Zeit schon, weil ich diesen Job nur unter Alkohol ertragen konnte. Mhm. Bevor ich überhaupt um 8 Uhr da war, hatte ich schon 2 Flaschen Bier getrunken, um ein bisschen benebelt zu sein, um das die ganze Atmosphäre ertragen zu können, um Berührungen ertragen zu können. Es ist ein Teufelskreis. Ja. Und ich hatte auf einmal die Angst, noch tiefer zu sinken. Mir wurden Drogen angeboten. Petra, mach mal. Ne? Ja. Und dann geht es leichter. Und da hast du die Notbremse gezogen, hast gesagt, jetzt ist Schluss, ich gehe raus. Ist dir der Übergang in ein relativ normalen... Entschuldige, Domian, da hatte ich dann einen Selbstmordversuch gemacht und war in psychiatrischer Behandlung. Ja. Und da wurden mir dann die Augen geöffnet. Oder... Mhm. Bist du dann danach so kohlemäßig zurechtgekommen, wenn man erst... Nein, das ist immer schwierig dann, wenn man rauskommt. Also raus aus dem... Ganz anders, ne? Ja. Was würdest du denn Mädels sagen, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, die ins Milieu gehen und da arbeiten wollen? Was ist so dein Rat einer erfahrenen Frau, die das alles hinter sich hat? Ich würde sagen, Mädels, es geht auch mit weniger. Ich lebe jetzt, glaub es mir, Domian, ich lebe jetzt mit 35 Euro in der Woche, weil ich noch einige Verpflichtungen habe. Mhm. Und also rein zum Leben für meine 2 Katzen und für mich. Mhm. Es geht, es ist wirklich ein Klacks, aber es geht. Okay, meine Mutter schustert mir schon mal ein bisschen bei. Ne? Ja. Auf jeden Fall, auf dein Leben bezogen würdest du sagen, es war ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Ja, weil ich habe mal, erstens wollte ich damals meine Ehe retten, also meine Familie retten. Ich bin Familienmensch. Ich wollte meine Familie zusammenhalten, aber mein Mann ist größenwahnsinnig geworden und hat aus dem, was ich verdient habe, hat er hat wöchentlich 800 abgehoben, auf jeder anderen Bank mal Also er hat sich auch regelmäßig ausgenutzt. Ne? Er war, ich habe ihm das auch gesagt, ich sage, wo das war mit der Scheidung, ich sage, du glaubst es nicht, aber du bist ein besserer Zuhälter. Mhm. Such dir irgendeine Frau, die das mitmacht. Nun bist du ja heute, trotz dass schon eine ganze Weile es her ist, dass du ausgestiegen bist, 10 Jahre ist es hier schon her, doch immer noch heftig angeschlagen. Ja. Würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ich hatte damals, wir haben schon öfters miteinander gesprochen, Domian. Das ist, glaube ich, jetzt schon das 4. Mal. Aber ich nehme es gerne an, ja. Ja. Okay, dann machen wir das so. Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Okay, Domian. Alles Gute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Martin, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Dein Thema. Ja, ich habe Probleme mit meinen Augen. Und ist wirklich so schlimm, dass in den letzten 2-3 Monaten sich meine Sehkraft so verschlechtert hat, also dass ich mittlerweile kein Auto mehr fahren darf. Was ist da los mit den Augen? Ja, das weiß eben keiner. Ich war auch in sämtlichen Kliniken schon und keiner kann genau feststellen, wo es dann liegt. Heißt das denn so, dass es immer mehr so weniger wird, dass so ein Erblindengefühl da ist? Ja, das Gefühl habe ich, aber die Ärzte beruhigen mich zwar immer und sagen, das ist nicht so, aber ich merke es ja beim täglichen Leben, dass es immer schwieriger wird. Ja, wie ist es? Siehst du alles verschwommen oder wird es alles dunkel oder wie? Nee, das ist so, also im Nahbereich ist alles okay wie vorher auch, aber im Weiten ist das so, also ich kann weit nicht mehr so gut gucken. Mhm, Leider Gottes. Ja. So, und was genau sagen nun die Ärzte? Die Ärzte meinen, dass da so ein, das nennt sich irregulärer Agistatismus. Ja. Das ist also eine Krankheit, die man durch Operationen nicht mehr korrigieren kann. Mhm. Und da kommt noch dazu, dass ich habe ein Sicker-Syndrom. Das heißt also ein trockenes Auge. Mhm. Die meinen, dass das alles zusammen sind. Also noch ein Hypter. Ich habe gerne diese Fachausdrücke. Muss ja auch nicht. Das kennen wir alle nicht. Ja, und dadurch könnte das zusammenwirken, dass das so weit kommt. Das ist irgendwann erblindet, völlig. Ja, das kann man leider Gott operativ nicht mehr beheben. Oh, jetzt bist du 36 Jahre alt. Was machst du vom Beruf? Ich war oder bin Postbeamter, aber leider Gottes pensioniert durch die Krankheit. Ach, jetzt schon pensioniert durch die Krankheit? Ja, leider Gottes. Das heißt, dass man die Krankheit schon verdammt ernst nimmt, und sonst wird man nicht so schnell pensioniert. Richtig. Ja. Das hat ja wahrscheinlich auch seine Auswirkungen so auf dein Lebensgefühl, ne? Dass Richtig. Du mit 36 schon pensioniert bist, ist ja auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, also sind viele, die sagen ja, sei froh, du brauchst nichts mehr zu tun, aber ich meine, die ersten 2-3 Monate ist ja gut und schön, aber danach. Wie lange bist du jetzt schon pensioniert? 3 Monate. 3 Monate. Wann gab es die allerersten Anzeichen von dieser Erkrankung? Wie lange? Etwa 8 Monaten fing das an. Ach, so schnell ging das? Ja. Und so schnell kriegt man dann auch die Pensionierung durch? Ja, das war also beruflich, konnte ich auch nicht mehr machen, weil ich möchte jetzt hinten ja darauf angehen, ich habe Angst, dass man mich erkennt. Ja. Aber
ich muss dann zu meinem Portarzt und der untersucht einen auf Haut und Haare. Mhm. Und der meint dann, ich kann mich leider nicht mehr beschäftigen, wenn das zu gefährlich ist, wenn was passiert im Beruf. Mhm. Ist halt die Portage, die der Dumme, und deshalb muss ich pensionieren. Ja, gut, das muss ich jetzt eigentlich vertiefen mit der Pensionierung. Es ist jetzt so, wie es ist. Und wir wollen uns ja auch eigentlich über deine Krankheit unterhalten. Ja. Bist du in einer Beziehung? Bist du verheiratet? Hast du eine Freundin? Das ist auch ein Problem. Also dadurch eine Beziehung zu bekommen, durch die schlechten Augen. Ich habe auch eine starke Brille. Ich habe so Plusgläser. Mhm. Bei Plusgläsern vergrößern sich die Augen etwas. Mhm. Und dadurch ist es schwer, überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, du hast keine Beziehung im Moment? Nein, leider nicht. Mhm. Ich hätte gerne eine Beziehung, aber es ist tierisch schwierig. Könnte einen ja auch so eine Angst oder so eine Panik befallen, wenn man sich so vorstellt, Mensch, vielleicht bin ich in einem Jahr, wenn das jetzt schon so schnell fortgeschritten ist, innerhalb von 8 Monaten, vielleicht bin ich in einem Jahr völlig blind. Packt dich so eine Angst manchmal? Wenn ich ehrlich bin, ja. Mhm. Ich versuche zwar immer zu verdrängen, aber wenn ich ehrlich bin, ja. Mhm. Ich mache immer so, da klingt zwar jetzt kurios, jetzt werden die Leute denken, ich spinne, aber ich mache so einen kleinen, seht das am Fernseher, am Videotext. Ja. Dann stelle ich mich immer davor, weil ich früher locker sehen konnte, und ich merke jeden Tag, dass das schlechter. Ja, ja. Nur die Ärzte sagen immer, sie finden nicht den richtigen Grund. Sie meinen zwar, das käme also von dieser Hypertomie, aber genau, kann dir keiner sagen, das kommt da nachher. Mhm. Aber das können die Leute alle, also die können genau sagen, dass man da nichts machen kann. Ja, genau. Die sagen, das heißt, du musst dich deinem Schicksal ergeben. Ja, es ist operativ. Die sagen zwar, man kann dazu machen, dass man das Operieren, also ohne Brille, das Gleiche ist hier wie mit Brille, aber es verbessert die Sehkraft nicht mehr. Also, das heißt also im Klartext, du sitzt jetzt da in deiner vielen Freizeit und wartest ab und wartest unter Umständen darauf, dass du bald erblindest. Ich hoffe nicht, aber ich habe wirklich tierisch Angst davor. Mhm, kann ich verstehen. Besteht denn wenigstens die Hoffnung, haben die Ärzte, die das erklärt, dass das noch eine Weile dauert oder dass es vielleicht überhaupt nicht eintritt? Die sagen, es kann passieren, es kann nicht passieren. Mhm. Wenn es passiert, das genaue Datum kann dir keiner erklären. Ja, ja. Und das macht mich schon verrückt, wirklich. Ja, ja. Ich meine, ich muss in 2 Jahren wieder zu meinem Portarzt, wenn ich noch so jung bin, will ich nach 2 Jahren nochmal untersucht, ob ich vielleicht wieder arbeiten kann. Ja. Aber ich sehe selber ein, dass das Schuss in den Ofen ist. Ja, ja. Ich gehe dann in 2 Jahren hin und er sagt mir genau gleich, was er jetzt auch gesagt hat. Ja. Nun wollen wir nicht hoffen, dass es in 2 Jahren noch so, vielleicht hat es sich ja zumindest stabilisiert. Ja, eben. Aber dann ist es ja genauso wie jetzt und der Zustand ist gleich. Aber es wäre wär für dich beruhigend. Eben. Und überhaupt, dann hat man überhaupt Angst, auf Menschen zuzugehen. Also ich hätte wirklich sehr gerne eine Beziehung, aber man traut sich im Vorrang gar nicht mehr an eine Frau ran. Kann man das denn nicht irgendwie, ich meine, mit diesen dicken Brillengläsern sieht in der Tat nicht so toll aus. Kann man das nicht mit Kontaktlinsen? Ich habe das probiert, aber das habe ich auch schon meinem Kollegen im Vorgespräch gesagt, ist so, als wenn man Sand in die Augen geworfen bekommt. Mhm. Ich kann die anziehen und ich sehe auch dadurch, aber das ist immer so ein Gefühl, als wenn man Sand in den Augen hat. Ja. Das ist also Quälerei. Gut, Martin, also, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als mit der dicken Brille und mit den großen Augen. Ich habe die Brille schon relativ dünn schleifen, die kann man ja für viel Geld dünn schleifen lassen. Mhm. Aber dennoch sieht man, dass ich eine starke Brille habe. Gut, das ist dann aber auch nicht so dramatisch. Geh raus, geh unter Leute. Das ist glaube ich. Aber man hat immer so den inneren Schweinhund, den krieg ich nicht überwunden. Den musst du überwinden. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du zu Hause sitzt, dich einigelst und immer frustrierter wirst. Dann haben wir verrückt, eben. Und immer verbitterter wirst, ja. Ja. Das heißt, mein Gott, so schlimm ist es dann ja nur auch nicht, mit so einer Brille rauszugehen. Also geh raus mit der Brille. Mach das noch, was du machen kannst. Nutze die Gelegenheiten, die dir jetzt noch geboten werden. Mhm. Es gibt gar keine andere Chance für dich. Also meine Freunde machen mir auch immer Mut und sagen, seh das mal locker, seh mal positiv, aber ich sagte, das ist einfach gesagt wie getan. Ja, natürlich. Ich will das auch nicht kleinreden. Man muss es ja auch nicht unbedingt positiv sehen, aber man muss noch was Positives machen. Das ist das Wichtige. Ja, richtig. Alles Gute, Martin. Vielen Dank. Tschüss. Und danke, dass ich durchgekommen bin. Ja. Darf ich übrigens noch ein Autogramm von dir haben? Ja, leg mal auf, wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Frank 28, guten Morgen. Jürgen. Ja. Erstmal super Sendung. Dankeschön. Ich habe ein Problem. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, meine Freundin hat Probleme im Umgang mit Pornografie. Mhm. Also, wir haben da wirklich. Du nicht. Jungs. Wie bitte? Du nicht. Ich nicht, nein. Das habe ich mir beinahe gedacht, ja. Ja. Also, es geht darum, ich bin mit meiner Freundin schon seit Mai 2002 zusammen. Mhm. Und sie ist Muslimin. Mhm. Und sie hat es vor gut 3 Monaten entdeckt, dass ich ab und zu mal Pornofilme gucke, ja. Hardcore-Filme. Wie hat sie das durch Zufall gesehen oder wie?
Ja, sie hat die Videokassetten durchgeguckt und hat dann zwei Filme gesehen. Ja. Die ich ab und zu mal gucke. Mhm. Ich möchte aber dabei sagen, ich bin nicht süchtig. Also das ist mal einmal in der Woche, dann mal zwei, dann mutter gar nicht. Also ja. Ich so ab und zu mal. Und ich habe auch mal früher mal ein paar Seiten besucht. Mhm. Aber das auch nur unregelmäßig. Ja. Also alles im grünen Bereich eigentlich. Alles im grünen Bereich. Im völlig normalen Bereich. Eigentlich ganz normal für mich, ja. Mhm. Nur ist halt meine Freundin mit Probleme. Wie hat sie denn reagiert, als sie die Videos gesehen hat? Ja, sie war ganz erschrocken gewesen erstmal. Mhm. Weil ich muss sagen, sie war noch Jungfrau gewesen. Als ihr euch kennengelernt habt? Genau, ja. Mhm. Ja. Und sie hatte mit dem Thema Erotik, Sex eigentlich noch keinen direkten Bezug gehabt. Mhm. Wie alt ist sie eigentlich? Sie ist 21. Mhm. Ja. Und jetzt ist das Problem, wir streiten uns ziemlich herbe manchmal auch. Mhm. Und sie wollte mich auch schon verlassen, wegen dem Grund. Wegen der Filmchen? Wegen der Filmchen, ja. Mhm. Sie könnte damit nicht leben, sagt sie. Und ich weiß eigentlich auch nicht so richtig weiter, was ich machen soll. Weil ich besuche die Sachen schon lange nicht mehr. Ja. Aber ihr das glaubhaft zu vermitteln, das ist ziemlich schwierig. Mhm. Achso, du hast das sogar jetzt eingestellt aufgrund ihrer ja, Kritik. Also genau, die Seiten habe ich gar nicht mehr besucht, schon seit Monaten nicht mehr. Ja, aber sie glaubt es dir nicht. Sie glaubt mir nicht, nein. Mhm. Also sie hat schon im Computer nachgeguckt, ob da irgendwas zu sehen wäre. Sie hat auch schon, wie gesagt, die Filme nachgeguckt. Also da stoßen natürlich jetzt zwei Moralwelten aufeinander. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, das große Problem. Ich weiß, dass... Normalerweise würde ich jetzt sagen, mein Gott, mache ihr klar, dass das mit euch nichts zu tun hat und sie soll sich nicht so anstellen. Ja. Ne? Würde ich jetzt normalerweise sagen. Ja. Wenn du mir aber sagst, aus welchem kulturellen Hintergrund sie kommt, ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil man da natürlich mit solchen Sachen noch ganz anders umgeht, als wir damit umgehen. Schwierig ist natürlich jetzt, du hast das Ganze sogar sein gelassen. Du, gehst nicht mehr auf die Seiten im Internet, du guckst dir nicht mehr die Filme an und dennoch ist das Misstrauen gesät. Das Misstrauen ist da, das ist klar. Ja. Kann man denn mit ihr richtig darüber reden oder sagt sie einfach kategorisch, nein, ich finde es Schweinerei, ich will damit gar nichts zu tun haben? Ja. Also ich habe es versucht, mit ihr da offen drüber zu reden, mehrmals. Mhm. Und ich habe ihr klar gemacht, dass es keine Auswirkungen auf unsere Beziehung hat. Mhm. Ich liebe sie und das hat auch keine Auswirkungen auf unseren Sex und so. Aber sie glaubt mir das einfach nicht. Mhm. Sie bleibt misstrauisch und sagt, sie guckt ihr dann trotzdem diese Frauen an. Das ist ein bisschen wie wilde Ausnahme gedrückt. Mhm. Und also sie ist richtig zornig und... So, jetzt prallen zwar zwei Welten aufeinander, aber da muss die junge Dame eben auch mal ein bisschen was lernen, wie man hier in unserer Welt damit umgeht. Ja. Ich finde schon eine tolle Geste von dir, dass du sagst, okay, ich mach's da nicht mehr. Sie will es nicht, ich mach's nicht mehr. Ich guck nicht mehr rein und ich kauf mir, hol mir keine Filme mehr. So. Ja, ich habe auch nur, wie gesagt, nur zwei Filme und gut. Ich renne ich da so Videothek hin und so weiter. Okay, habe ich jetzt verstanden. So, jetzt muss man von ihr aber auch erwarten. Und das muss sie einfach klar machen, sonst hat das Ganze keine Grundlage, eure Beziehung. Dass sie das auch honoriert und dass sie dir jetzt auch noch mal, verdammt nochmal glaubt. Und dann aber auch einen Strich drunter macht. Und nicht immer wieder und immer wieder das Thema aufwärmt. Das macht sie täglich. Also ja, aber das ist doch nervig. Das ist doch eine Beleidigung, auch an dich. Ja. Wenn du einmal sagst, nein, ich mache es nicht mehr. Und sie schwallert ja jeden Tag die Ohren voll. Ist es ja auch sehr unangenehm für dich. Das ist jeden Tag immer das Gleiche. Also ja. Ob ich ihr E-Mails abrufe, da wird sie auch schon misstrauisch. Ja. Und sie wollte schon den Computer entsorgen. Also es ist ganz schlimm. Ja, aber das grenzt dann ja wirklich in Fanatismus, ne? Ja, das ist das Problem. Und da muss man eben versuchen, mit sehr klaren Worten und mit einer sachlichen Diskussion, ihr das einfach klar zu machen, dass auch irgendwo jetzt mal Schluss ist. Und dass sie einfach auch eure Beziehung und eure Liebe gefährdet durch dieses krankhafte Misstrauen. Du hast ja was, du bist ihr ja schon entgegengekommen. Ja. Was willst du denn nochmal? Du könntest ja sogar eine ganz andere Haltung haben. Du könntest ja auch sagen, hier, pass auf, beenge mich nicht, das möchte ich ab und zu mal gucken, deshalb liebe ich dich nach wie vor. Aber selbst diesen Standpunkt hast du ja nicht. Du bist entgegengekommen. Nein, ich wollte dir einfach nur klar machen, dass ich das nicht mehr gucke und auch da keine Ambition nach habe, das überhaupt zu gucken. So, jetzt musst du ihr klar machen, dass sie das auch jetzt so akzeptieren muss. Mhm. Wenn sie das nicht akzeptiert und immer weiter bohrt, sie einfach Gefahr läuft, dass diese Beziehung irgendwann auch Risse bekommt deshalb. Ja, ich hab gesagt, also ich kann so mit ihr nicht mehr weiterleben. Siehst du, Entweder sie hört es auf
Und dann sagt sie, ja, sie würde dann die Beziehung beenden. Mhm. Aber dann einen Tag später sagt sie, ich liebe dich und ich bin manchmal schlimm. Also sie hat einfach damit... Erklär ganz einfach mal, dass zur Liebe eben auch Vertrauen gehört. Ja. Großes Vertrauen. Und wenn du das jetzt so gesagt hast, dann muss sie dir auch vertrauen. So wie du ihr in anderen Dingen auch vertraust. So, und wenn das nicht funktioniert, dann ja, dann funktioniert es nicht mit euch beiden. Das Problem ist nur mit der Familie und so weiter, das ist nicht so ganz einfach. Ist mir völlig klar. Aber sie wird, du musst ja in der Familie, in ihrer Familie nicht über das Thema Pornografie reden. Oder? Ja, wir haben da auch keinen Kontakt zu. Ja, gut. Also, in diesem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, Frank, das musst du ihr wirklich so entschieden klar machen, ne? Ohne natürlich aggressiv zu sein, aber wirklich das ganz, ganz sachlich so darlegen. Ja, ich bin nicht aggressiv, aber es nervt. Also, es nervt, und das musst du ihr auch sagen, dass es nervt und dass es Aggressionen macht. Ich kann arbeiten und so weiter, nichts mehr. Mhm. Gut, du redest mit ihr nochmal. Ach, ich. Alles Gute. Tschüss, okay, Frank. Tschüss. Ihr Lieben, ich will euch schon mal was sagen für nächste Woche. Nächste Woche ist ein bisschen eine kuriose Woche bei uns. Also Montag gibt es keine Sendung, wegen Rosenmontag. Dienstag und Mittwoch sind wir ausschließlich im Radio zu hören, bei 1Live und im Fernsehen und im Radio dann erst wieder nächste Woche Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag. Dies schon mal so als Hinweis an euch. Hier ist Wolfgang. Ja, hallo Domian. 58 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen Domian. Hallo Wolfgang. Erstmal möchte ich dir auch nochmal gratulieren. In Kölner, hier in Ostfriesland, möchte ich dir gratulieren zu deinem Verdienstkreuz. Dankeschön, sehr nett. Vielen Dank. Ich bin ja nie durchgekommen. Und meine Rose sitzt übrigens auch neben mir, die dir das Gleiche wünscht. Sehr nett, vielen Dank. Dieses Zeichen da oben geguckt, da steht WDR, das hieße dann Wolfgang, Domian und Rosi. Also dann sind wir ja zusammen. Ja, genau. So, jetzt zu deinem Thema, Wolfgang. Wir haben ein ganz großes Problem. Und zwar, wir haben uns 1974 einmal kennengelernt. Sie war verheiratet, ich war noch nicht verheiratet in Ostfriesland. Mhm. Und wir haben uns geliebt, aber dann uns wieder getrennt, weil wir wollten nichts kaputt machen. Ja. Ich habe dann später selber geheiratet, auch hier in Ostfriesland. Und jetzt vor anderthalb Jahren haben wir uns das erste Mal wieder gesehen. Meine Frau ist verstorben und sie war Jahre von ihrem Mann schon getrennt. Mhm. Und einfach, wir haben uns einfach wieder verliebt. Ja. Wie so Backfische. Also man kann das schlecht erklären. 58, wir sind beide übrigens 58 Jahre alt. Also ja. Man kann sich auch in dem Alter nochmal so richtig volle Kanne verlieben, ne? Ja, kann man. Ja. Also das ist unheimlich. Wir haben uns gesehen und es hat einfach gefunkt. Mhm. Also ich kann das doch gar nicht so erklären. Also wie meine Tochter sagt, manchmal benehmt ihr euch wie 17-Jährige, so ungefähr. Also, naja, aber dieses Problem ist, sie lebt von ihrem Mann getrennt. Mhm. Und ich kenne ihn auch gut. Und sie hat dann die Scheidung eingereicht. Nur das Problem ist, er ist dann fürchterlich krank geworden. Mhm. Also manches Mal, wenn ich deine Sendung so sehe und höre dann von diesen Krankheiten, dann läuft es mir schaurig den Rücken runter. Und der Mann hat es wirklich nicht verdient. Mhm. Der hat Krebs, die sechste Chemo jetzt gehabt. Mhm. Bauchspeichelkrebs, Leberkrebs, Lungenkrebs. Den hat volle Pulle erwischt. Und wie gesagt, er hat es wirklich nicht verdient. Ja. Und die beiden sind ja nur noch 40 Jahre verheiratet gewesen. Und kann man nicht einfach wegschmeißen. Nee. Und ich genehmige natürlich auch, dass sie ihren Mann da besucht hat. Sie hat ihn zu Hause besucht und jetzt war sie auch im Krankenhaus. Mhm. Das muss einfach sein. Aber also, sie pflegt ihn nicht. Das macht sie nicht. Aber sie besucht ihn oft. Ja, sie besucht ihn und ich finde das auch ganz toll. Also und ich genehmige das logischerweise, ist ganz klar. Du sagst, du kennst den Mann ja auch. Hast du ihn auch schon mal besucht? Nein. Das nicht. Beide werden wohl keinen Kontakt kriegen. Also da er mich nicht leiden kann, das kann man sich vielleicht vorstellen. Ist klar, also, weil er weiß Bescheid. Ja, das weiß er. Er weiß Bescheid. Mhm. Wo das liegt Problem, das Problem jetzt? Das Problem ist eigentlich nur ihre Kinder. Mhm. Wobei, das sind drei. Die sind einmal so und einmal so. Wie soll ich das erklären? Also mal mögen sie mich, mal mögen sie mich nicht. Und man kann das so schlecht erklären. Mhm. Natürlich wäre denen lieber, wenn die beiden wieder zusammenkämen. Aber ich habe ja nicht diese Ehe kaputt gemacht, sondern sie war ja schon 4 Jahre von ihrem Mann getrennt, die ich wieder kennengelernt habe. Ja. Du hast ja gar keine Schuld in Anführungszeichen dran. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber nur, wie gesagt. Aber dennoch bist du so wahrscheinlich für die Kinder irgendwie so ein Fremdkörper oder ein Störenfried oder sowas. Kann das sein? Ja. Und die Kinder kennen mich ja natürlich auch die ganzen Jahre. Mhm.
führt das denn, dass die Kinder jetzt eher so ein bisschen zwiegespalten sind, sage ich mal, oder auch manchmal auf Distanz gehen? Führt das auch dazu, dass es ein bisschen Spannungen zwischen euch beiden gibt? Ja, manches Mal. Man muss dazu auch sagen, sie hat einen Sohn, der hat eine Krise, und zwar, der ist auch mit einem Mädchen zusammen gewesen, und dieses Mädchen hat ihn verlassen, und das hat ihn so geschafft, diesen Jungen, dass er heute schon mit 30 Jahren Frührentner ist. Ist bis jetzt noch nicht darüber weggekommen. Mhm. Weißt du, es kann ja vielleicht auch sein, dass die Kinder etwas angespannt sind, was deine Personen anbelangt, weil der Vater so schwer krank ist. Und weil diese Situation auch für die Kinder so belastend ist, dass der Papa quasi im Sterben liegt. Ja, ja. Vielleicht wird es sich in Zukunft in irgendeiner Weise vielleicht dann auch ein bisschen positiver entwickeln, was deine Person anbelangt. Ja, wir hoffen es. Natürlich belastet uns das. Ja, klar. Wie alt sind denn die Kinder alle? Einer ist 30? 40 ist 40 Jahre, 30 und 27. Und 27, also als erwachsene Menschen, ja, mit denen man ja eigentlich auch ganz, ganz klar reden kann. Ne? Ja, ja, das ist klar. Es gibt ja Kinder, die dabei sind, die akzeptieren zwar auch nicht so, aber eben die dulden das, wollen wir mal so sagen. Wie sie innerlich denken, das kann ich auch nicht sagen. Aber nur einfach, uns kann keiner auseinander. Jetzt habe ich gerade gehört, dass deine Freundin neben dir sitzt. Ja, sie sitzt neben mir. Kann ich sie denn mal kurz haben? Gerne. Ja, hallo. Ja, ich grüße dich. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Rosine. Die Rosine. Rosina, ne? Ja. Rosina. Ja, ja. Machen die Kinder denn richtig Druck, dass die sagen, hier, du kannst nicht mit dem Wolfgang zusammen sein? Oder wie läuft das so ab? Ist das mir so durch die Blume? Ja, die wollen eigentlich gerne, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Aber das geht nicht mehr. Das Kapitel ist abgeschlossen. Ja. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass von meinem Mann seine Familie das noch haben würde. Mhm. Sehen das nicht mehr so gerne. Ja. Auch gar nicht, dass ich nach ihm hingehe. Aber mein Mann verlangt mich ja noch. Ja, und das machst du auch mit Überzeugung und mit vollem Herzen, dass du ihn besuchst. Ja, ja. Ist er denn jetzt so schwer krank, dass er bald wird sterben müssen? Ja. Ja. Mhm. Und ich würde auch bei ihm bleiben im Krankenhaus. Habe ich gestern auch gesagt, da ist noch ein Bett frei. Ja. Bleibe ich bei dir. Und das will er auch wohl. Ja. Und der ist Wolfgang auch mit einverstanden. Was ich ja sehr nett von Wolfgang finde, dass er das macht. Ja. Ja. Aber ich verstehe deine Kinder insofern nicht, Rosina. Nee. Die Ehe ist ja nun, die ist kaputt gegangen. Ist kaputt. So. Und du hast ja dennoch einen doch sehr respektable Verbindung zu deinem Ex-Mann. Du kümmerst dich um ihn. Ja. Bietest sogar an, dass du im Krankenhaus schlafen kannst. Ja. Das müssen die Kinder doch auch mitkriegen. Und den Kindern muss auch daran gelegen sein, dass ihre Mama glücklich ist. Und es ist doch eigentlich schön, dass du den Wolfgang wieder getroffen hast. Ja, normalerweise sehe ich das auch. Aber die akzeptieren ihn nicht. Mhm. Das macht dir das Herz schon schwer, ne? Ja. Mhm. Das glaube ich. Da kann man auch überhaupt gar nichts gegen machen. Nein. Ich kann dir eigentlich nur wirklich sagen, also ich habe ja so einen kurzen Eindruck von dem Wolfgang und das scheint ja ein ordentlicher, netter Kerl zu sein. Mhm. Lass dir diese Beziehung und dieses Glück, was ihr jetzt gefunden habt mit 58, lass dir das nicht kaputt machen, auch nicht von deinen eigenen Kindern. Nein. Das ist wirklich ein großes Glück, dass man in dem Alter nochmal eine Liebe findet. Ja, ja. Mhm. Und begleite du anständig deinen Ex-Mann das mache ich ja. Noch so lange er lebt, damit du dir auch keine Vorwürfe machen musst. Aber du machst es ja auch von Herzen, so habe ich es verstanden. Ja. Ja. Und bleibe da standhaft und lass dich da auch nicht mürbe machen. Nicht, dass eure Beziehung noch darunter leidet, so wie ich es gerade schon gefragt habe. Ja. Ja. Ja, wir weinen beide, ne? Ja. Wir weinen auch beide. Also Rosina, ich beglückwünsche dich zu dem Glück, dass du den Wolfgang gefunden hast. Ja, danke schön. Und wünsche dir viel Kraft bei der Begleitung deines Ex-Mannes bei seiner schweren Krankheit. Und du gibst mir nochmal kurz den Wolfgang. Ja, mache ich. Tschüss. Tschüss. Ja, Domian, also das hast du ganz toll gesagt, also das ist so gut. Also manche Träne, die ich manchmal weine, ist jetzt weg. Ja. Also ich finde auch, dass ihr beiden zusammenhalten solltet. Auch wenn die Kinder das nicht wollen. Ich finde es etwas falsch und egoistisch von den Kindern, das so zu sehen. Und ich finde es ganz toll von dir, muss ich nochmal sagen, dass du so groß
hartzig da bist und sagst, komm, sie kann auch da im Krankenhaus schlafen und dem Mann beistehen, solange er das braucht. Ja, man muss nur eine Sache dazu sagen, das habe ich eben vergessen zu sagen. Hinter meiner Rosi steht auch Geld. Mhm. Ach so. Ich habe keins und da ist Geld. Ah, daher weht der Wind. Und manchmal kommt mir dazu vor, als wenn es den allen nur nicht um Glück, sondern nur ums Geld geht. Das kann natürlich sein. Umso trauriger das Ganze. Umso trauriger. Ihr beiden, ihr haltet zusammen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch für euer junges Glück alles Gute von Herzen. Und sag schöne Grüße nach Ostfriesland. Ja, und wenn es in Ostfriesland ein Verdienstkreuz für dich gibt und wenn es so ein Karnevalsorden ist, ich schicke dir zu. Und dann eines, wir brauchen ein Autogramm, weil wir dich jeden Abend gucken. Ja, das kriegt ihr auch. Aber dann müsst ihr auflegen und die Kollegen rufen euch nochmal an wegen der Anschrift. Das ist nett. Du, okay. Ja. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Karneval dann noch in Köln. Ja, danke schön, Wolfgang. Tschüss. Tschüss. 0800 567 8111 und hier ist Jutta. 55, guten Morgen. Hallo Jutta. Hallo, guten Morgen, ja, Domian. Da ist er. Ich habe großes Problem und zwar geht es um meinen Mann, der ist vor 3 Jahren krank geworden, sehr krank, lag 4 Wochen im Koma. Und in der Zeit war ich also Tag und Nacht, ich habe Urlaub genommen, war ich nur bei ihm. Mhm. Er ist dann nachher auch wieder einigermaßen auf die Bahn gekommen, bloß es haben sich mehrere Krankheiten denn eingeschlichen. Er ist inzwischen Dialysepatient, er ist am Herzen operiert, er hat Leberzirrhose. Also schwer krank. Schwer krank. Schwerst krank. Die Nieren arbeiten nur noch zu 30%. Wie alt ist er? 53. Ach, so jung noch. Ja. Aber Teil hat er sich mit selber angefangen. Also mit der Leber, das kommt vom Trinken. Mhm. Das hat er sich selber und alles andere ist noch dazugekommen. Mhm. Nur ist das Problem, seitdem er krank ist, habe ich überhaupt kein normales Leben mehr mit ihm. Er soll leben, ich war mit dem Arzt noch dabei, er soll leben, er soll kleine Portionen essen, er soll nicht viel essen, weil er hat ja auch immer Flüssigkeit im Körper. Ja. Er war vor kurzem wieder auf der Intensivstation, da hat er 20 Liter Wasser im Körper gehabt. Mhm. Da war er auch fast erstickt. Mhm. Aber er lebt nicht danach. Also er macht genau das ganze Gegenteil, so, was er machen soll. Ach so. Genau das ganze Gegenteil. Und wenn ich dann was sage, dann wird er zu mir sehr, sehr frech und hat Ausdrücke, die auch nur wirklich Kinder haben. Er sagt dann zu mir als Maul, du blöde Kuh. Das heißt, ihm geht es so schlecht? Ja. Und er weiß, wenn er das und das tut, geht es ihm noch schlechter und er hat es mehrfach schon erfahren. Ja. Und er macht es trotzdem. Er macht es trotzdem. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Ich habe ihn gefragt, ich habe mit dem Arzt gesprochen. Der Arzt meint, er weiß, dass er kein langes Leben mehr vor sich hat und er will mir das Leben dadurch nachher erleichtern, dass ich das nachher nicht so schwer habe, wenn er weggeht. Mhm. Das ist seine einzige Lösung. So, aber das macht jetzt das jetzige Leben dir ganz schwer. Ja, ganz schwer. Ganz schwer. Er sitzt für sich. Wenn ich abends sitze, vorm Fernseher sitze, er sitzt für sich in einer Ecke und bleibt da sitzen. Wenn ich Besuch kriege, er bleibt da in der Ecke sitzen. Er kommt nicht, er hat kein Interesse an gar nichts. Mhm. An überhaupt nichts. Redet ihr denn, wenn ihr alleine seid, noch irgendwie so über normale Themen? Oder ist fast überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr. Fast überhaupt nicht mehr. Und wenn ich ihm was frage, ich kriege nur dumme Antworten. Mhm. Also er antwortet nur frech und das macht er aber nur, wenn ich mit ihm alleine bin. Wenn Leute da sind, gibt er vernünftige Antworten. Also ist es vielleicht auch ein ganz grundverbitterter Mann, kann das sein? Ja. Und es ist auch nicht kein Arm nehmen mehr, es ist gar nichts, es spielt sich überhaupt nichts mehr ab. Wir leben so, also wie Kind, als wenn es ein Kind, als wenn ein Kind nebenher läuft, so habe ich das Gefühl. Nicht mal das, ne? Es gibt eigentlich gar kein richtiges Beispiel dafür, wie ihr miteinander lebt. Habt ihr Kinder? Also ich habe Kinder aus meiner anderen Ehe. Ich habe 7 Stück, aber die sind alle erwachsen. Und besuchen die euch oft? Die besuchen uns oft. Er kommt mit dem einen Sohn von mir, kommt er auch einigermaßen klar. Ja. Mit dem spricht er auch vernünftig. Und mit den anderen, die kriegen auch alle eine patzige Antwort von ihm. Das heißt, so dein ganzer Tagesablauf ist in dieser hoch angespannten, schrecklichen Atmosphäre verläuft das. Also ich arbeite zweimal, also einmal morgens. Gehe ich los, dann komme ich mittags wieder und dann gehe ich nochmal abends los. Mhm. Und in der Zwischenzeit mache ich Mittagessen, alles fertig. Und selbst da nörgelt er rum, frisst dann Scheiß alleine, geht das so. Und was ist das denn schon wieder ein I? Und das manchmal von meinen Enkelkindern. Ist das denn eigentlich im Laufe der, er ist jetzt seit gut 3 Jahren krank, sagst du? Ist das immer schlimmer geworden? Es ist immer schlimmer geworden. War er denn vor der Krankheit auch eher so ein Nörgler und auch eher mal patzig? Er war mal patzig, aber nicht so in dem Sinne. Mhm. Also
Also kann man sagen, je schwerer die Krankheit wurde, desto verschachtelter und seltsamer wurde. Ja, das Schlimme ist, aber er hatte vor kurzem ein Blutgerinnsel im Gehirn und damit ist er ins Krankenhaus gekommen und das Krankenhaus hat ihn gleich weitergeleitet in Spezialklinik und er kam in einen Rettungswagen rein, er sieht mich, da hat er mir die Hand ausgestreckt und da hat er geweint und hat zu ihm gesagt, oh Gott, was mache ich nur, es tut mir alles so leid. Mhm. Also er weiß, was er macht. Er weiß es, ja. Er weiß das. Also ich habe immer gedacht, er weiß das nicht, er kriegt das nicht mit. Da hat er Todesangst und hat wirklich geweint. Hast du denn mal in einer Situation, vielleicht in den letzten Wochen irgendwann, wenn ihr alleine wart zu Hause, das mal so ganz sachlich gesagt, warum tust du das? Warum tust du mir so weh? Lass uns doch die Zeit, wo es schon so schwer ist mit deiner Erkrankung, lass uns doch das Beste draus machen. Lass es uns doch zumindest schön machen. Ja, nee, dann sagt er zu mir, lass mich in Ruhe. Ich lebe so, wie ich will. Immer auf Protest auch. Auch als seine Haare, sein Bart, alles wachsen lassen. Die Leute sagen, wie siehst du aus? Rasier dich doch mal irgendwas. Das mache ich nicht. Warum denn? Also ganz störrisch. Ganz störrisch. Total. Und es ist überhaupt kein Rankommen. Aber in dem Moment, als er in Todesangst war, da ging das Herz auf. Ja. Ne? Da hat er gesagt, das ist aber eine schwere Situation, in der du bist. Da ist aber guter Rat mehr als teuer. Also ich kann manchmal gar nicht nach Hause gehen. Ja, ich glaube. Du kannst ja nicht aggressiv zu dem Mann sein. Das bringt ja auch nichts. Der Mann ist todkrank, der kann in ein paar Monaten tot sein. Am Anfang bin ich noch gegen angegangen. Und dann haben auch meine Familie, die haben auch alle zu mir gesagt, bleib ruhig, ich sag nichts mehr. Bleib ruhig. Also das war der Rat von meiner Familie. Und damit frage ich auch am besten. Ich glaube auch, dass das alle, obwohl das ein unbefriedigender Rat ist, aber ich glaube immer, was bleibt dir anders übrig? Ja. Ich glaube auch, dass das Beste ist und du musst aber dringend dafür sorgen, dass du so ein Ventil hast, dass du immer deine Kinder oder irgendjemanden hast, mit dem du dich aussprechen kannst. Ja, ich möchte die auch alle gar nicht so belasten. Also ich behalte das auch alles ziemlich für mich. Ja, das ist nicht gut. Ich habe jetzt so eine Freundin und der habe ich das mal erzählt und die war dann auch kurz hier und sie sagt, ich sehe sofort, was mit ihnen los ist. Er hat auch kaum Antwort gegeben. Die hat uns dann eingeladen, kommst du mit? Ja, nee, er kommt nicht mit. Er geht auch nirgendwo mit hin. Er hat keine Lust zu gar nichts. Also dieser Mann ist vermutlich überhaupt nicht mehr, ist noch da? Ja, ich bin noch da. Der Mann ist wahrscheinlich überhaupt nicht zu erreichen. Nein. Und du musst jetzt dieses Schicksal tragen, ihn so zu nehmen, wie er ist. Ja. Aber suche dir einen Gesprächspartner. Suche dir einen Gesprächspartner, Jutta. Sonst, wenn du das alles auch runterschluckst. Ja, ich bin schon ziemlich kaputt. Ich bin schon ziemlich fertig, muss ich sagen. Ich wandere die ganzen Nächte nur umher. Ne? Also es geht mir nur durch den Kopf und ich wandere. Ich habe Schlafstörungen bis zum geht nicht mehr. Wenn man so, also du tust ja nur alles für den Mann. Ja. Und wenn man dann so behandelt wird, kriegt man da nicht auch mal eine richtige Wut? Ja. Also eine richtige Wut. Ja, ich habe jetzt vor kurzem was gewesen, da kam er wieder ins Krankenhaus, da habe ich vorher gesagt zu meinem Sohn, ich komme nicht, ich kann nicht mit. Ich komme diesmal nicht mit, ich bin immer mit gewesen, immer hingewiesen und ich habe also echt Nächte da verbracht. Ne? Jetzt frage ich, ja? Und er hat also irgendwie hinterher gesagt zu mir, was hast du denn gemacht? Ich sag, Mensch, ich hab dich lieb. Ich sag, ich liebe dich, sag ich. Und jetzt durch die Krankheit, das kann das doch nicht alles auseinandergehen. Ja, sehr, sehr traurig. Ja. Vielleicht ist es einfach nur zu entschuldigen, dass er eben so sehr schwer krank ist. Und ja, ich sag das auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er nicht so krank wäre, ich hätte den Schlussstrich gezogen. Natürlich. Er ist so schwer krank und er kommt wahrscheinlich selbst mit seinem Schicksal nicht zurecht. Nee, und mit seiner schweren Erkrankung. Und deshalb ist er so, wie er ist. Und der Arzt sagte auch zu mir, er braucht einen Menschen, wo er das alles ablässt. Und das bin ich. Er sagt, den Menschen, den er am liebsten hat, der kriegt das ab. Ja, so ist das. Bloß, ich kann nicht ein Leben lang damit leben. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber... Sag mal, Jutta, meine Frage, die ist vielleicht ein bisschen schlimm, aber ich frage es trotzdem mal. Ja. In diesem Schmerz, den er dir zufügt und in der Traurigkeit, die daraus erwächst für dich, ertappst du dich da schon manchmal bei, dass du denkst, würde er bald gehen? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Manchmal habe ich gedacht, lieber so ein Ende als so eine Quälerei. Weil das ist für ihn eine Quälerei und für mich auch. Aber im Grunde genommen würde es mir auch leid tun. Ja, natürlich. Nein. Aber es ist auch menschlich und normal, glaube ich. Er hat so viel kaputt gemacht bei mir. Also so viel, also es gibt's gar nicht mehr. Ich habe keine Gefühle mehr. Keine Gefühle mehr. Ich glaube, da sind doch noch sehr viele Gefühle, sonst würdest du das gar nicht alles ertragen können. Ja, weil er krank ist. Auf der einen Seite, es tut mir sehr leid. Ne? Wie ist denn die Prognose der Ärzte, was ihn anbetrifft? Ja, nicht mehr lange.
Sie können bei Ihnen nichts mehr auswechseln. Sie können die Leber ist kaputt, die Nieren, Sie können also gar nichts mehr auswechseln. Die Dialyse bleibt und auf immer und ewig. Es wird ja von Tag zu Tag schlechter, wenn er von der Dialyse kommt. Also es geht Ihnen dann immer schlechter. Am Anfang ging es noch einigermaßen gut. Ja. Also, und durch dieses Blutgerinnsel im Gehirn auch ist er manchmal auch ein bisschen nuschelig, redet er dann und er hat einen leichten Schlaganfall, ist dann manchmal auch nicht geistesabwesend. Er wird auch mit Taxi abgeholt vom Haus, zur Dialyse gebracht und wieder hergefahren, damit er sich nicht verirrt. Also muss man sagen, muss ich jetzt auch sagen, halt es noch aus. Ja. Halt es aus. Ja. Ist eine tolle Leistung, was du da vollbringst, finde ich. Und versuche auf jeden Fall, dir einen Gesprächspartner zu suchen. Es ist ja auch so, man muss ja auch mal einen Menschen haben, der mal in einen Arm, im Arm mal tröst. Oder es ist überhaupt nichts. Also es ist so eine Kühle. Also es ist, ich sage immer, ich brauche eine Schulter, mich mal anzulehnen, um mal wirklich, also dass ich mal alles loswerden kann. Aber nun können wir hier auch nicht ganz lange mehr telefonieren, Jutta. Nein. Ich möchte dir aber anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch eine Weile weitersprichst, wenn du es gerne willst. Ja. Ja? Ja. Gut. Dann legst du auf. Die Psychologin heißt Heide heute Nacht. Und die Heide ruft dich gleich an. Okay. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Und ich danke dir. Deine Gefühle, die du hast, finde ich völlig nachvollziehbar. Und da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja. Das ist manchmal, dann hat man auch das schlechte Gewissen. Ja, das kommt auch dazu. Ja, ja. Alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, tschüss. Die Conny ist hier. Hallo Conny. Hallo Domian. Ja, 33 bist du. Ja. Und dein Thema ist? Also ich bin Masochist und finde einfach keine Grenzen mehr. Oder ich kann keine Grenzen mehr setzen. Du bist Masochistin. Aha. Erklär mal, was das genau bedeutet. Ja, also ich mag Schmerzen und reagiere darauf halt mit. Und du fügst dir die Schmerzen selbst zu? Nein, ich lasse mir sie zufügen. Ich selbst könnte mir nie wehtun. Von wer fügt dir die Schmerzen zu? Ich habe mich vor einem Vierteljahr verliebt und derjenige, der darf vom Prinzip ja fast alles. Also dann dein Freund quasi? Mhm. Was, oder auch nicht, also das weiß man nicht. Wie, warum oder auch nicht? Ja, ob es mein Freund ist oder nicht, also es ist auf jeden Fall ein dominanter Mann und... Ja. Also du hast dich in ihn verliebt. Es ist nicht klar, ob er sich in dich auch verliebt hat. Mhm. Ja. Wie lange läuft der die Verbindung schon? Ja, so ein Vierteljahr jetzt. Was macht er mit dir? Er quält mich. Wie quält er dich? Erstmal so, dass er mich teilweise missachtet, mich benutzt, mir wehtut. Was heißt benutzt? Ja, dass er meinen Körper einfach benutzt für seine Zwecke halt sexuell. Mhm. Ja, und dann... Dass er dich schlägt? Schlägt. Wie schlägt er dich sehr heftig? Also schon, also denke ich doch. Mit einer Peitsche oder mit der Hand oder mit einem Stock? Mit der Peitsche, mit einem Stock, Rohrstock, Gerte. Und du bist dann immer nackt, wenn er dich schlägt? Ja. Mhm. Schlägt er dich überall hin am Körper? Überall, komplett. Auch ins Gesicht? Gesicht nicht, das ist für mich ein Tabu. Achso, aber sonst überall hin? Überall. Auf den Po, auf den Rücken, auf die Busen, auf den Busen, auf die Brüste? Überall, also komplett von oben bis unten. Und sehr, sehr massiv, dass es richtige Striemen gibt? Ja, und dass es blau, schwarz, dunkel, lila wird. Mhm. Schreist du dann in dem Moment, wenn er schlägt? Eher weniger, also es gibt noch Sachen, die noch viel schlimmer sind. Welche Sachen sind noch viel schlimmer? Nadeln. Nadeln? Mhm. Was macht er mit den Nadeln? Ja, die sticht er dann halt durch die Brustwarzen, Schamlippen, Füße. Also richtige große, so Nähnadeln oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das sind so Kanülen aus der Apotheke. Ach so. Mh. Also die kommen durch die Brustwarzen? Mhm. Wo noch? Füße? Füße, Schamlippen, so generell an Hintern. Mhm. Dann liegst du, wenn ich mir das so vorstelle, du liegst dann irgendwie nackt vor ihm und er nadelt dich, wo es auch immer geht. Mhm. Wie lange bleiben die Nadeln dann in deinem Körper? Das ist verschieden, also so lange wie er das für richtig hält. Also ich kann das nicht so einschätzen, weil für mich ist das dann... Blutet es nicht? Es blutet, ja. Ja. Gibt es auch Infektionen? Nein, also deswegen diese Einwegkanülen. Wie geht das weiter, wenn du dann beispielsweise so eine Nadelgeschichte hinter dir hast, er zieht die Nadeln wieder raus, du blutest, geht es dann weiter? Macht er dann irgendwas anderes Schlimmes? Nein, dann kann er auch wieder super auffangen und deswegen ist es ja so schlimm. Also er kann dann hervorragend auffangen und ich traue mir dann halt das Nächste zu oder ich weiß, dass ich für das nächste Schlimmere
Ja, was ist das Schlimmste bisher, was du gemacht hast mit ihm, was er mit dir gemacht hat? Das Schlimmste? Also für uns normalen Menschen, wenn man das so hört, das Heftigste. Also mit den Nadeln, das ist ja schon recht, recht krass. Ja, das Schlimmste, glaube ich, kommt erst noch. Also ich weiß jetzt, dass jetzt im nächsten Mal einfacher, dass ich halt zugenäht werden soll. Zugenäht? Mhm. Wo? An den Schamlippen, dass das Ganze zugenäht wird. Das habt ihr in Planung? Er hat es in Planung. Und du bist aufgeregt, wenn du natürlich dann denkst? Natürlich. Ich weiß einfach nicht, was das für Schmerzen sind. Aber du bist geneigt, es zuzulassen? Ja. Wie lange läuft das schon so, Conny? Wie lange bist du schon so gepolt? Also so extrem, also ich wusste nicht, dass es solche extremen Sachen noch gibt und dass ich die zulassen würde. Mhm. Also ich habe so seit 5 Jahren, dass ich so diesen Wunsch hatte, mich jemanden so auszuliefern. Mhm. Aber ich wusste nie, wie weit ich gehe und ich hatte einfach nie das Passende gefunden. Hast du das Gefühl, fühlst du dich bei all diesen Sachen gut? Oder? Also teilweise, also ich fühle mich währenddessen fühle ich mich natürlich schlecht. Und mir geht es auch nicht gerade, also ich schreie und ich weine, und aber ich fühle mich hinterher gut. Ist das Ganze verbunden mit einer mit einem sexuellen Gefühl? Danach, ja. Danach. Währenddessen nicht, danach. Das heißt, du bist danach, wenn so etwas Heftiges passiert ist, in einer großen Erregung. Mhm. Ja. Dennoch erzählst du mir das so, als würde dir diese ganze Angelegenheit Angst machen oder dich belasten. Kann das sein? Es macht mir Angst, ja. Ich weiß, wo ich dann selber sage, da höre ich auf. Ja, du erzählst es nicht so ganz locker und flockig, hey, Domian, ich bin so drauf, wollte dir das mal erzählen, sondern du erzählst es schon so wie ein Problem. Und ich glaube auch, also wenn das, also ich, nach meiner spontanen Einschätzung, würde ich auch sagen, hoppla, was steckt dahinter? Warum ist das so? Wo sind die Grenzen? Wann wirst du deine Seele und deine Psyche vielleicht sogar wirklich beschädigt dadurch? Das scheint ja eine sehr, sehr komplizierte Ursächlichkeit zu haben, das Ganze. Ich denke schon. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Bin ich sehr traurig, weil die Sendung vorbei ist. Schade. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Ich glaube, ich sage das jetzt nochmal hier noch kurz, aber das können wir gleich nochmal vertiefen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall der richtige Weg wäre, auch wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehen würdest, um einfach mal eine Klärung zu finden. Was ist mit mir los? Warum ist das so? Wo sind meine Grenzen? Und die Ursache weiß ich, also ich vermute einfach die Ursache, die ist in der Kindheit. Mhm. Gut, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Mhm. Alles Gute, Conny. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Uli Krapp, Wolfram Spikowski, Marco Rösseler, Gudrun Hausen, Tim Stienauer, Corinna Mindermann, Heinrich Stanzig und Anna Hüschkraus. Nochmal der Hinweis, nächste Woche, Montag sind wir nicht da. Dienstag und Mittwoch sind wir nur im Radio bei 1 Live zu hören, und hier im Fernsehen und im Radio sind wir dann wieder gemeinsam nächste Woche Donnerstag erst, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Feiert schön, wenn ihr Karnevalisten seid. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.